Eishockey-Freunde, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Meine Stimme hat heute sehr nachlassen. Ich habe so viel stark anfeuern müssen, dass ich jetzt ganz heiser bin. Ich begrüße den Gästetrainer aus Lindau, Alexander Jäger. Guten Abend. Und natürlich unseren Trainer, Luki André. Um nicht allzu viele Worte machen zu müssen, die eh überflüssig waren, gleiches Mikro an den Gästetrainer Alex Jäger. Bitte um deine Einschätzung zum heutigen Spiel und warum es so klaffer ist, wie es klaffer ist. Ja, zunächst mal guten Abend miteinander. Ich hoffe, dass ihr das Schwäbisch verstehen. Gratulation. Wirkliche Gratulation. Ich denke, heute verdient gewonnen. Wir waren nicht bereit, vor allem im ersten Drittel haben wir es versäumt, das Spiel anzunehmen, unser Tempo aufs Eis zu bringen und unseren Einsatz und Leidenschaft. Es war dann so, damit haben wir Schwierigkeiten gehabt am Anfang und haben es einfach, waren nicht bereit. Das zweite Drittel hat uns dann ein bisschen in die Karte gespielt, da haben wir dann in Unterzahl konnte man das Spiel nochmal rankommen, da waren wir dann auch nochmal guter Dinge, das Thema zu drehen. Sind dann eigentlich sehr positiv ins letzte Drittel hinein. Das hat dann nicht sollen sein. Ich denke, sie haben sehr, sehr kompakt gespielt. Geretsried hat wahnsinnig kompakt gespielt, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Einsatzbereitschaft. Und da kann ich nur gratulieren. Am Sonntag sehen wir uns wieder. Und dann hoffen wir, dass wir da besser darstellen. Vielen Dank an Alex Jäger für die gute und faire Einschätzung dieses Spielverlaufs. Jetzt gebe ich gleich weiter an den Luki André. Ja, erstmal grüß euch. Danke für so viel Lob. Ich werde es an die Mannschaft weitergeben. Zum Spiel heute, wir haben natürlich gewusst, Oberligamannschaft, Lindau, spielstarke Mannschaft, laufstarke Mannschaft. Aber wir waren wieder gut eingestellt heute, waren top motiviert, laufbereit, mit Leidenschaft gespielt, mit Willen gespielt von Anfang an. Wir haben das erste Drittel kontrolliert, wir haben uns viele Chancen rausspielen können und sind dann auch in Führung gegangen, verdient. Waren spielbestimmend. Bis zur 30. Minute waren wir 4:1 vorne, also eine klare Führung und dann haben wir eine Überzahl gehabt und haben wir zwei Tore kassiert in Überzahl, das darf uns natürlich nicht passieren, wir haben den Lindauern wieder Leben eingehaucht und die sind dann auch mehr und mehr gekommen, wir haben dann das Drittel noch 4:3 retten können und im letzten Drittel, da ist dann nochmal knapp geworden, hätte es eigentlich überhaupt nicht gebraucht, aber trotzdem, meine Mannschaft hat wieder zum Spiel zurückgefunden, wie wir im ersten Drittel gespielt haben, also das war super. Und war dann nochmal ein Knackpunkt, Lindau hat nochmal einen Alleingang gehabt, beim Stand von 4:3, den hat der Dave dann natürlich super raus. Tolle Leistung auch von beiden Torhütern heute und letztendlich haben wir dann gehofft, dass wir noch ein paar Konter bekommen und wir haben dann die Tore noch gemacht. Gott sei Dank, wir haben uns das heute verdient, hart erarbeitet. Und wie gesagt, wir sehen uns am Sonntag wieder. Leider geht es wieder bei 0:0 an am Sonntag. Aber die drei Punkte haben wir schon mal auf der Habenseite. Wir sind jetzt bei der Hälfte von der Runde und haben 9 Punkte auf dem Konto. Überragende Leistung von der Mannschaft heute. Großes Lob. Ich bin happy. Vielen Dank, Luki André. Geht gleich an den Pressetisch. Ich wiederhole es gleich noch laut. Der Martin hat sich anscheinend verletzt, dass du gewechselt hast. Was fehlt ihm? Was unserem ersten Keeper, dem Martin Moschinezeit, fehlt, fragt der Eddie. Ah, das ist nicht unser erster Keeper, beide gleichberechtigt, sind beide in Topform momentan, da kann ich keinen Fehler machen, egal wenn ich reinstelle. Und er hat sich leider verletzt, ich weiß es nicht ganz genau, was ist, irgendwie am Knie, Bänderdehnung und auch an der Schulter ein bisschen was, also am Sonntag ist er mit Sicherheit nicht dabei.
Wie lange die Verletzung dauert, weiß ich jetzt auch nicht. Das stellt sich dann im Laufe der Woche raus. Am Sonntag wird dann der Haltmeier Kili mitfahren bei uns. Mit ersten, Kip habe ich auch nicht gemeint, der erste und der zweite in der Hierarchie, sondern der als erster auf dem Eis halt stand, sowas gemeint, bitte. Das Missverständnis zu entschuldigen. Weitere Fragen von Seiten der Presse? Nix, weitere Fragen, Anregungen? Da ich wollte gerade das nochmal sagen, also wir haben in der glücklichen Lage, dass wir zwei ich fast gleichwertige Kipper haben und das finde ich wirklich klasse und dass man sich jederzeit verlassen hat und das war für mich heute einer der besten Spiele, die ich seit Jahren vom Kiss gehört also vom gesehen habe. Das war wirklich heute nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Top. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, was wir gerade gehört haben, dass es eines der besten Spiele in der Zeit des ESC der Retritwis gewesen sei. Ich glaube, den können wir uns daraus anschließen. Ein großer Applaus für die Mannschaft, für unseren Trainer. Und wie ich immer schließe, ein Applaus auch für den Gästetrainer und die Mannschaft, denn große Spiele kommen immer nur mit zwei Mannschaften zusammen. Und das haben wir heute erlebt. Vielen Dank auch nach Lindau. Und ja, was wir hier alle wünschen, das sage ich jetzt nicht, weil der Gast heute. Ja, nochmal drei Punkte halt! Nochmal drei Punkte, okay, das war jetzt von da draußen, aber ich muss hier ein bisschen neutraler sein, wie ihr als Gäste da draußen. Ich wünsche allen ein gutes Nachhausekommen, vor allem der weiten Fahrt nach Lindau. Kommt's gut heim. Danke. Natürlich den Gästen hier, dass ihr fit seid am Sonntag und dann bestgelaunt wieder zurückfahrt.